Wer meinen Kanal schon ein bisschen verfolgt hat, hat vielleicht schon mitbekommen, ich bin ja umgestiegen von der DJI FPV-Drohne zu klassischen FPV-Drohnen. Hier Beispiel iFlight Nazgul Evoque. Und ich möchte euch in dem Video einfach mal ein bisschen mitgeben, was sind so die Dinge, die man beachten muss bei dem Wechsel, beziehungsweise was bin ich vielleicht drüber gestolpert und wo habe ich immer gedacht, ach, das hätte ich doch vielleicht gern vorgewusst. Wir werden das Video untergliedern in drei Grundkategorien, nennen wir es mal so. Erstens einfach mal der Bereich Anschaffung. Klingt banal, ist es aber gar nicht so. Zweiter Punkt ist dann das Thema Akku, Akkumanagement, Akkuladen etc. Da ist halt auch doch gravierende Unterschiede. Und der dritte Punkt ist dann natürlich, wie ist allgemein das Fliegen damit? Was gibt es da zu beachten? Was sind da einfach die Unterschiede? Und was sind so gewisse Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe, was einfach da wirklich wichtig ist und da eigentlich nicht so wichtig ist. Wir starten gleich mal rein mit der ersten Kategorie, also bis gleich. Bei der DJI FPV-Combo ist die Anschaffung natürlich relativ straightforward. Ich kaufe mir einfach die angebotene Box. Die inkludiert logischerweise eine Drohne mit Kamera, eine FPV-Brille. Achtung kurz, die hier ist schon leicht modifiziert, da kommen wir dann nachher noch dazu. Aber grundsätzlich ist natürlich die Brille dabei mit 4 Antennen für die DJI FPV-Drohne. Eine Fernbedienung, eine Remote, ein Akku und natürlich ein Ladekabel, ist wohl klar. Dein einziger Gedanke, den ich da noch haben kann, ist, kaufe ich mir noch zusätzliche Akkus, das Flymore-Combo-Paket. Dann bin ich eigentlich set und muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Ich habe alles dabei, kann rausgehen, kann starten. Aber wenn wir jetzt zu den klassischen Drohnen wechseln, wird das Ganze nicht mehr ganz so straightforward. Deshalb räumen wir da mal ganz kurz weg und sprechen mal durch, was brauche ich alles bei den klassischen Drohnen. Wir gehen mal davon aus, wir steigen von der DJI FPV-Drohne um. Dementsprechend haben wir die Goggles schon und die wollen wir weiter verwenden. Also Goggles sind einmal vorhanden. Nächster Schritt, okay, relativ simpel. Wir brauchen eine Drohne. Beim Drohnenkauf von solchen FPV-Drohnen gibt es jetzt halt einfach relativ viele verschiedene Konfigurationen. Der erste wichtige Punkt für uns ist jetzt einmal, wir müssen schauen, dass in der Drohne eine DJI Air Unit oder eine Caddx Vista drinnen ist. Denn diese beiden Module können mit den DJI FPV Goggles, Version 1 und Version 2, das ist ja die Version 2 von der FPV-Drohne, die können kommunizieren, also haben wir da mal kein Problem, dass wir das digitale Videosignal von der Drohne in die Brille bekommen. Das ist noch relativ simpel, ein bisschen komplizierter wird es dann schon beim Thema Fernsteuerung. Wenn wir so eine Drohne online bestellen, haben wir meistens ja relativ viele Möglichkeiten, da unterschiedliche Konfigurationen zu wählen. Und das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, da habe ich mich nicht ganz auskennt, gebe ich ehrlich zu. Das hat ein bisschen Einlesen Bedarf, deshalb gebe ich euch das jetzt einfach so mit. Ich in meinem Fall habe mich dafür entschieden, mir die DJI FPV Remote, ups, war nur der Schutz, die DJI FPV Remote zu kaufen, denn mit dieser Remote direkt von DJI brauche ich keinen zusätzlichen Empfänger in der Drohne. Das heißt, diese Remote und nur diese Remote kann ebenfalls mit der DJI Air Unit und der Caddx Vista kommunizieren. Ergo ist das dann auch einfach zu verbinden und ich kann das alles gemeinsam steuern. Ihr seht aber in der Konfiguration hier noch verschiedenste andere Bezeichnungen. Eine Bezeichnung, die man auch oft einmal liest und vor allem hört, ist sogenanntes Crossfire. Bei diesen Sachen geht es generell immer darum, dass dann zusätzliche Receiver in der Drohne verbaut, die dann mit anderen Remotes bzw. anderen Empfängern arbeiten können. Warum will man das jetzt machen? Erstens ist die DJI Remote doch relativ teuer, Kostenpunkt glaube ich 379 Euro. Klar, gibt noch teurere Remotes, aber es gibt auch günstigere und dann muss ich mir aber anschauen, welchen Receiver habe ich zusätzlich in der Drohne drinnen. Eben dieser sogenannte Crossfire wird auch sehr gern verwendet, weil der einfach bekannterweise die beste Reichweite hat. Und Reichweite heißt ja nicht nur Distanz, sondern auch, wenn irgendwelche Objekte oder sonstiges zwischen mir und der Drohne sind, dass einfach der Empfang besser bleiben soll. Wie gesagt, ich habe mich hierfür entschieden, weil es einfach die einfachste Lösung ist. Da brauche ich mir bei der Drohne keine zusätzlichen Gedanken machen. In dem Fall kann ich einfach diese BNF DJI, heißt es oft, Varianten nehmen oder eben die Varianten mit No Receiver. Dann funktioniert das System so, wie es da liegt und ich kann grundsätzlich einmal fast schon fliegen. Ich muss mir nämlich bei diesen Drohnen meine Akkus separat dazu kaufen. Akkus sind nicht inkludiert. Da gibt es dann verschiedenste Hersteller und auch verschiedenste Akkutechniken. Die weit verbreitetsten sind jetzt diese LiPo-Akkus. Da muss man sich halt kurz dann auch wieder damit beschäftigen, welche Akkus braucht die Drohne, welche Leistung etc. Aber wir haben ja den Abschnitt Akkus dann nochmal separat. Das heißt, ich muss mir Akkus dazu kaufen. Es wird nicht bei einem bleiben, aber symbolisch mal der eine. Und ich muss mir ein extra Ladegerät für meine Akkus kaufen. Denn es ist auch kein Ladegerät bei den Drohnen dabei.
Und das ist jetzt wirklich auch mal wieder nur ein Beispiel, ein sehr simples, einfaches Ladegerät zum Akkus laden. Was haben wir noch? Wenn ich filmen will, brauche ich auch noch eine zusätzliche Kamera. Ja, auf den Drohnen ist natürlich eine Kamera verbaut, mit der kann man auch dann in den Goggles oder in der Air Unit selbst, kommt ein bisschen darauf an, was ihr in der Drohne drin habt, aufnehmen. Ist aber natürlich nicht die Qualität einer GoPro oder einer DJI Action 2. Die FPV hat eine Kamera inkludiert, die durchaus wirklich schon gut verwendbar ist. Kritisieren zwar viele Leute, aber ich bin der Meinung, die funktioniert schon gut. Aber okay, in unserem Fall brauchen wir auch noch eine Kamera dazu. Ja, jetzt sind wir startklar zum Fliegen. Ich habe vorhin angesprochen, ich habe meine Goggles schon etwas modifiziert. Das ist nicht zwangsweise notwendig, also mit den Standardantennen der DJI-Drohne kann man auch schon fliegen. Es ist aber, ohne jetzt ins Detail zu gehen, so, dass die Antennen der DJI-Drohne zwei verschiedene Bandbreiten abdecken und diese klassischen Drohnen eigentlich nur eine davon verwenden. Ergo verliere einfach ein bisschen Empfangsleistung und man wird dann wahrscheinlich früher oder später sich einfach mal andere Antennen kaufen. Da gibt es jetzt ganz verschiedenste Varianten, das ist jetzt ein kleines Detail am Rande, aber nur, dass ihr wisst, warum meine Goggles schon anders ausschauen. Aber wie ihr schon seht, ist es dann doch ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr Gedanken machen und vor allem sind die Dinge alle einzeln zu kaufen. Es gibt zwar schon auch solche Drohnen im Set mit den Goggles, aber alles andere ist normalerweise dann selbst zusammen zu suchen und ist alles keine Kunst, aber wenn man es vorher nicht weiß, ist man dann vielleicht am Anfang ein bisschen überfordert und fragt sich, was brauche ich eigentlich alles. Ganz kurz einmal zwischen einhaken, wenn ihr dazu Fragen habt, auch gerne schon unten in die Kommentare. Und ihr wisst natürlich sowieso, lasst mir bitte gerne ein Like da oder auch ein Abo, dann mache ich mir die Mühe sehr gern für euch weiter, solche Videos zu produzieren. Darüber reden wir jetzt aber gar nicht lang weiter. Wir starten in den nächsten Punkt und das ist Thema Akku. Beginnen wir gleich mal wieder mit den DJI-Akkus, beziehungsweise DJI nennt diese Klötze ja Intelligent Flight Batteries. Was bedeutet dieses intelligente Flugbatterie? Das bedeutet folgendes, Thema Laden heißt einstecken, blinkt, macht alles selber, braucht man keine Gedanken machen über mit welcher Spannung lade ich das, wie voll lade ich, was auch immer. Das sind eben diese intelligenten Batterien, soweit das alles selbst zu managen. Da würden jetzt vielleicht manche auch schon schimpfen, aber ich für meinen Teil habe kein Problem, diese Akkus jetzt über Nacht zu laden und schlafen zu gehen. Da habe ich einfach ein bisschen das Vertrauen auch in die Technik, dass da nichts passiert. Und der nächste Punkt, den diese Akkus machen, ist, okay, ich habe den Akku vollgeladen, bin beim Fliegen aber nicht dazu gekommen, alle Akkus zu brauchen. Kein Problem, diese Intelligent Flight Batteries entladen sich selbstständig auf Lagerspannung. Es ist nämlich wichtig, Akkus nicht vollgeladen zu lagern. Ich glaube, in dem Fall nach 3 Tagen entladen sich die, also nicht komplett, aber eben auf diese richtige Spannung, die so ein Akku gern zum Schlafen sozusagen benötigt. Das heißt, ich habe ihn nicht gebraucht, völlig egal, ich lasse ihn im Rucksack und der kümmert sich um alles selbst. Das ist mal wieder das DJI-System, das ist eigentlich simple as it gets, gleich wie Handy-Akku, einstecken und vergessen. Nicht ganz so einfach, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht, ist es bei diesen ganzen Lipos, das ist jetzt mein Berg, Lipo-Akkus. Da gibt es dann durchaus mehr zu beachten. Gleich mal vorweg, ihr seht ja, die sind alle verschieden groß, das hat jetzt einmal 2 Gründe. Erster Punkt, das habt ihr vielleicht auch schon beim Konfigurieren von solchen Drohnen gesehen, es gibt hier immer sogenannte 6S und 4S Varianten. Es gibt auch noch größere, die mehr S benötigen. Es gibt auch ganz kleinere, die mit 2S oder so arbeiten sozusagen. Aber die meisten, die da wirklich interessant sind, sind in diesem Fall 6S. Die gibt es auch als 4S Variante. Und diese zum Beispiel ist eine 4S Variante. Was bedeutet das? Das bedeutet grundsätzlich, wie viele dieser Akkuzellen so ein Lipo hat. 4S bedeutet 4 Zellen. 6S sieht man da jetzt nicht so, aber hier sind 6 dieser Zellen drinnen. Und grundsätzlich haben die mit mehr Zellen einfach ein bisschen, ganz einfach gesprochen bitte, ein bisschen mehr Leistung und die Drohne kann ein bisschen mehr Gas geben. Und sie sind in der Regel auch so konzipiert, dass bei den mit 6S die Motoren ein bisschen unterdimensioniert sind und dadurch in der Theorie etwas längere Flugzeiten möglich sein sollen. Ob das jetzt so ist, habe ich nie jetzt ausgemessen, aber nimm das einmal so hin, ich glaube das durchaus. Zum Thema Flugzeit kommen wir auch gleich noch, denn auch bei diesen zum Beispiel jetzt 6S-Varianten gibt es verschieden große. Die hat nämlich 1500 mAh, diese hat 1300 mAh. Gleiches Spiel bei den 4S, hier habe ich zum Beispiel eine mit 850 mAh, hier eine mit 650 mAh. Und warum habe ich da jetzt so viele verschiedene? Das ist bei diesen klassischen Drohnen immer ein bisschen so eine Gratwanderung, denn umso größer dieser Akku ist, umso schwerer ist er auch.
Und das heißt dann nicht automatisch mehr Milliampere-Stunden, auch gleichzeitig längere Flugzeit, denn die Drohne muss ja dadurch einfach auch mehr Gewicht tragen. Diese DJI-Akkus sind vorgefertigt, sind alle gleich schwer. Und muss man da ganz klar sagen, mit so einem Akku fliege ich deutlich länger wie mit so einem Akku. Hier fliege ich ungefähr 5, 6 Minuten. Bei FPV-Drohnen muss man immer dazu sagen, es donnert, keine Ahnung, ob ihr es gehört habt. Bei FPV-Drohnen muss man immer dazu sagen, es kommt sehr darauf an, wie du fliegst. Cruist du gemütlich durch die Gegend oder gehst du voll in den Freestyle? Da bist du wahrscheinlich bei 2 Minuten, aber so im Cruise-Modus sage ich mal 5, 6 Minuten. Und ich habe schon lange nicht mehr wirklich getestet, aber korrigiert sie bitte, aber ich glaube, bei der DJI FPV-Drohne, wenn du cruist, kommst du locker 15, sogar 20 Minuten. Aber okay, deswegen hat man einfach so einen Bergakkus. Natürlich sind diese Akkus auch günstiger. Was habe ich jetzt im Kopf? Dieser Akku, glaube ich, kostet, lasst es mir nicht lügen, aber um die 30 Euro, der kostet 150 Euro. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber Thema Akku ist dann eben auch immer ein bisschen eine Gratwanderung. Eine kleine, leichte Drohne fliegt halt einfach lieber mit einem kleinen, leichten Akku, auch wenn der theoretisch jetzt mehr Kapazität hätte, wird einfach das Gewicht der Drohne wieder schwerer. Und somit ist das immer ein bisschen so eine Abwägungssache. Das ist jetzt einmal rein, ganz, ganz kurz angeschnitten, die Theorie, hinter welchen Akku kaufe ich mir. Dazu kommt jetzt aber natürlich auch noch das Thema Laden. Deshalb nehmen wir hier mal unser Ladegerät zur Hand. Umstecken. So. Ich schneide das jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz an. Wer das genauer wissen will, lasst es in den Kommentaren wissen. Da gibt es ein eigenes Video drüber. Aber ich habe bei diesen Ladegeräten immer diverse Einstellungsmöglichkeiten. Sind es Lipo-Akkus und dann eben auch, ganz grob gesagt, habe ich nicht die Anzeige genau. Hier seht ihr als Beispiel, es ist, wäre jetzt eingestellt für einen 6S-Akku und es wäre eingestellt für 1300 mAh. Und das ist insofern wichtig, weil ich habe das natürlich nie getestet und will auch nicht, dass es mir passiert. Aber wenn ich jetzt mit dieser Einstellung einen 4S-Akku laden würde, würde der zu voll geladen und die Gefahr ist durchaus vorhanden, dass er dann Feuer fängt und zu brennen anfängt. Und jeder, der schon mal gesehen hat, wie so ein Akku brennt, die geben da ziemlich Gas und ich möchte es nicht unbedingt das in der Wohnung haben. Vor allem, da habe ich gesagt, ich traue mir schlafen gehen. Wenn ich diese Akkus lade, würde ich nie schlafen gehen. Da bin ich immer im selben Raum oder sagen wir mal schlimmsten Fall im Nebenraum und beobachte es ständig. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Nochmal, mir ist noch nie was passiert, aber es kann passieren. Dementsprechend ist auch die Akkulagerung, ist jetzt auch wieder ein minimales Programm. Aber ich habe mir hier so eine feuerfeste Box gekauft mit so Löschkugeln drinnen. Reine Vorsichtsmaßnahme, wie gut die wirklich funktioniert, kann ich euch nicht sagen, aber ich denke mal besser als gar nichts. Eine Kleinigkeit, die ich vielleicht erwähnen will, kommt natürlich aufs Gerät drauf an, aber viele dieser Geräte haben einen Lüfter drinnen. Das heißt, es ist auch lauter, so Akkuladen hörst du gar nicht und da blossert der Lüfter. Aber okay, das soll jetzt nicht das Problem sein. Das nächste Thema ist dann natürlich das Thema Lagerspannung. Ich lade diese Akkus, ich brauche ihn nicht zum Fliegen, ich komme nach Hause und den darf ich, sollte ich nicht einfach dann im Rucksack liegen lassen, denn der entlädt sich nicht selbstständig auf Lagerspannung. Ich kann dann wieder mit meinem Ladegerät einstellen, entladen auf Lagerspannung, muss wieder die ganzen Werte einstellen und dann wird der Akku entladen, um eben länger gelagert werden zu können. Nach wie viel Zeit soll man das machen? Da gehen die Meinungen auseinander. Grob gesagt sagen die meisten, wenn ich die nächsten Tage nicht fliege, sollte ich ihn auf Lagerspannung setzen. Es gibt Leute, die sagen, er soll keinen einzigen Tag vollgeladen liegen. Und andere Leute sagen, wenn es ein, zwei Wochen sind, ist ihnen auch egal. Das muss jetzt bitte jeder für sich selbst wissen. Wichtig ist nur generell, ihr müsst euch darum kümmern, dass die auch wieder in Lagerspannung versetzt werden. Ihr seht es ja schon, das ist dann doch ein bisschen komplexer. Es ist alles keine Wissenschaft, aber Dinge, die ich wie beschlossen umzusteigen, noch nicht gewusst habe und mich damit einfach beschäftigen habe müssen. Ja, soviel zum Thema Akkumanagement. Jetzt kommen wir zum letzten und für die meisten wahrscheinlich auch wichtigsten Punkt. Was ist das Thema eigentlich wirklich beim Fliegen? Was sind da die Unterschiede? Bis gleich, ich brauche einen Kaffee dazwischen. Das ist wahrscheinlich für die meisten jetzt der wichtigste Punkt. Ich wollte den trotzdem natürlich bewusst zum Schluss nehmen, denn die anderen beiden sind essentielle Starting Points. Aber die haben wir jetzt mal abgehakt, soweit sind wir mal. Jetzt geht es um die Flugunterschiede. Ganz vorweg einmal natürlich, es ist leichter mit der DJI FPV-Drohne das FPV-Fliegen zu lernen, weil sie hat halt einfach diese assistierten Modi. Ich gehe jetzt einmal davon aus, wir sind alle soweit fähig, im Akkro-Modus zu fliegen. Ja, die
klassischen FPV-Drohnen haben auch diesen Leveling-Mode, wo sie sich grundsätzlich selbstständig wieder gerade ausrichtet. Der ist auch durchaus nutzbar, vor allem für Indoor-Flüge, verwenden auch ganz gern. Aber es ist halt insofern nicht zu vergleichen, denn die DJI FPV-Drohne, ich habe es ja schon im vorhergehenden Video mal gesagt, die hat einfach diesen Panik-Button. Auf der Remote gibt es einen Knopf, da drücke ich drauf, sie stabilisiert sich und sie bleibt auf einem Fleck. Sie stabilisiert sich auch, wenn sie gerade kopfüber sonst was ist. Da wäre ich mir jetzt bei diesem Leveling-Mode dieser klassischen FPV-Drohne nicht ganz so sicher. Und vor allem, sie richten sich zwar wieder halbwegs aus, aber von sie bleiben auf einem Fleck mit GPS sind wir weit entfernt. Also da, ich kann das nicht oft genug erwähnen, die DJI FPV-Drohne hat da dieses Sicherheitsfeature, das ist genial. Ich drücke auf den Knopf, ich kann die Fernbedienung auslassen, die Drohne schwebt, ich kann wieder kurz durchschnaufen und kann die Kontrolle wieder übernehmen. Das gibt es so nicht bei klassischen FPV-Drohnen. Aber es gibt da noch weitere Unterschiede. Und der Punkt, der mir jetzt am wichtigsten ist, dass ich euch mitgebe, weil den habe ich am Anfang nicht ganz so massiv wahrgenommen oder mir vorher gedacht, dass es so schlimm, aber so wichtig ist. Das ist das Thema vorausschauend fliegen im Sinne von wirklich schon antizipieren, wo könnte ich eventuell meine Verbindung verlieren. Denn, auch hier wieder, DJI FPV verliert die Verbindung, da ein Beispielvideo, was mir passiert ist, an einer Klippe, verliert die Verbindung, Drohne stabilisiert sich, ich sehe schwarz in den Goggles, aber die Drohne steigt und kommt nach Hause, beziehungsweise irgendwann habe ich wieder Verbindung. Wenn mir genau das passiert wäre mit meiner iFlight Nazgul, wäre die Drohne mit Standardeinstellungen ins Wasser gestürzt und futsch gewesen, die hätte ich nie wiederholen können. Ich sage deshalb Standardeinstellungen, es wäre auch möglich gewesen einzustellen, dass sie versucht halbwegs zu landen. Mit der Einstellung habe ich mich noch nie beschäftigt, das wäre auch möglich, aber ob das funktioniert, keine Ahnung, da müsst ihr alle Leute googeln. Standardeinstellung ist, Drohne verliert Verbindung zur Remote, Drohne schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus, stürzt ab und ist Geschichte in so einer Situation, wenn du nicht dazukommst. Bei der DJI FPV-Drohne, da fliegst du einfach und wenn dir das einmal passiert, dann passiert, meine Güte, stabilisiert sich, steigt, kommt heim. Und deshalb habe ich mir vielleicht auch zu wenig, gebe ich ehrlich zu, vielleicht wäre es auch bei der FPV-Drohne von DJI schon wichtig gewesen, aber deshalb habe ich mir am Anfang oft beim Starten das noch nicht unbedingt so perfekte Gedanken gemacht, wo stehe ich, wohin schaue ich und wohin fliege ich eigentlich. Und das ist so viel wichtiger bei diesen klassischen Drohnen. Ja, auch die gibt es mittlerweile mit GPS-Modul und mit fängt sich halbwegs selbst ab, steigt halbwegs auf eine gewisse Höhe und kommt wieder grob in meine Richtung zurück. Ich habe es selbst nicht getestet, ich werde mir jetzt aber auch auf meine iFlight Nazgul ein GPS-Modul installieren. Aber ich habe jetzt schon diverse Videos gesehen, dass das, es wird zwar immer besser, aber die Verlässlichkeit für dieses GPS-Rescue, wie es heißt, ist bei weitem nicht auf dem Level von einem DJI-System. Und das muss uns allen bewusst sein. Überlegt euch vorher, wo ihr fliegt, denn in direkter quasi Sichtverbindung ist der Empfang meistens top. Aber einmal hinter zu viele Bäume oder vielleicht sogar hinter einen Felsen geflogen, wie in meinem Fall, ist die Verbindung so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht schauen. Da ist halt ein bisschen das Problem des digitalen Systems. Digital ist grob gesagt entweder da oder nicht da. Im analogen System ist das ein bisschen linearer, diese Abnahme. Du merkst einfach, es wird schlechter. Im digitalen, wir haben schon in der Anzeige auch so quasi gewisse Striche, wie gut ist der Empfang. Aber ich habe schon festgestellt, von Vollempfang bis keinen mehr geht das halt schon relativ schnell. Und nur der Vollständigkeit aber, das passiert, wenn der Empfang flöten geht mit einer klassischen FPV-Drohne. Und das ist der Hauptpunkt, den ich jemandem ins Herz lege. Lernt das, bevor ihr in die Situation kommt, wirklich vorher überlegen, wie gut sehe ich dahin, wo ich hinfliege und wie stark ist das Risiko, dass ich die Verbindung verliere. Weitere Punkte sind, wir haben ja vorher über das Thema Akku geredet, die DJI FPV-Drohne kennen wir alle von jeglichen DJI-Drohnen, die zeigt mir an, Akku ist bei 40%, Flugzeit so und so viel. Und es ist eigentlich auch nicht möglich, den Akku tiefen zu entladen, denn irgendwann landet die Drohne selbstständig und der Akku ist nicht im Eimer, sondern den laden wir wieder auf und fertig. Bei den LiPo-Akkus ist es so, ich habe keine Prozentanzeige. Ich habe eine Anzeige, wie stark meine Spannung noch ist. In den Goggles sehe ich das. Also das ist die Variante, die ich nutze. Es gibt dann auch noch andere Variante, wo ich einstellen kann, wie viele Milliampere-Stunden habe ich schon verbraucht. Aber ich orientiere mich an dieser Voltanzeige. Es gibt dann je nachdem, ob jetzt 6S, 4S oder was wir vorher genannt haben, 2S, 8S Akkus, gibt es eine gewisse Spannung. Wenn der Akku unter diese fällt, wird es langsam kritisch und es sollte es landen. Und wenn er zu tief fällt, hat er einfach nicht mehr die Leistung und kann die Drohne nicht mehr in der Luft halten und stürzt ab.
Und wenn wir diesen Akku auch so tief entladen, ist er mit ziemlicher Sicherheit Schrott. Könnt ihr dann nicht mehr aufladen, sondern der ist hinüber, den könnt ihr wegschmeißen. Das heißt, man muss halt ein bisschen Gespür kriegen für die Drohne, bei was für einer dieser Spannung, beziehungsweise es ist halt quasi 3,8 mal der Zellenanzahl, also 3,8 mal 6 im 6S-Bereich, unter dieser Spannung, wenn man an diese Spannung kommen, sollte man zügig standen. Es ist aber nicht ganz so straightforward, denn das ist die Spannung, die er quasi haben soll, wenn keine Last drauf ist. Wenn die Drohne fliegt, ist natürlich ein bisschen Last drauf. Wie gesagt, das ist ein bisschen so eine Gefühlssache. Auch keine Kunst, aber halt nicht so einfach wie noch 30%. Okay, fliegen wir heim. So ist es halt dann auch wiederum nicht. Eine Kleinigkeit noch erwähnt, finde ich jetzt nicht so tragisch, aber ist halt dennoch auch noch ein Vorteil der DJI-Drohne. Ich kann im Flug die Kameraeinstellungen steuern. Logischerweise, wenn ich jetzt eine GoPro oder Action 2, wenn wir schon beim Fliegen sind, ja, deshalb fliegt man nicht in Grazer Kontrollzonen, weil starten die im Flugzeug. Lass mich kurz vorbei, dann versteht es wieder besser. Ihr könnt bei der DJI FPV-Drohne im Flug die Kamera steuern. Das ist durchaus praktisch. Hier geht es eben nicht als so großes Problem, weil mit der GoPro, das stelle ich vor ein, die starte und fliege los. Es passiert nur gelegentlich, dass man vielleicht den Startknopf der GoPro vergisst und dann fliegt man und kommt heim und kommt drauf, scheiße, ich habe es nicht aufgenommen. Aber gut, das glaube ich ist jetzt das Kleinste. Entschuldigung für diesen sehr spontanen Cut, aber aus irgendeinem Grund war das Ende des letzten Videofiles defekt, keine Ahnung warum. Deshalb muss ich euch kurz das Fazit nochmal nachliefern. Das ganze Video hat jetzt ein bisschen so geklungen, als wäre ich so der Meinung, die DJI FPV-Drohne ist ja sowieso viel besser als diese klassischen Drohnen. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, diese Drohnen sind besser, wenn man weiß, damit umzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur fliegen können, auch das Fliegen ist schwieriger, aber eben auch das Ganze rundherum. Diese Safety-Features gibt es hier zum großen Teil nicht und je nachdem, wie man eben an die ganze Sache rangeht und wie intensiv man sich damit beschäftigt, kann diese Drohne besser sein. Wer all-in geht und sich mit allem auseinandersetzt, sind diese Drohnen definitiv cooler. Also auch der Flugspaß und was man damit machen kann und was sie aushalten. Also dieser Riesenpunkt, der ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Diese Drohnen halten viel mehr aus. Bin erst gestern wieder geflogen, einmal leicht gegen den Baum, einmal am Boden gestreift und da ist gar nichts defekt. Mit dem Baum und dieser Drohne wäre mir schon nicht ganz so sicher. So viel dazu. Wie sind aber eure Erfahrungen mit dem ganzen Thema? Habt ihr den Umstieg vielleicht schon hinter sich oder plant ihr den gerade? Bitte einfach alles in die Kommentare schreiben. Interessiert mich immer, wie die Zugänge von anderen Leuten sind. Vielleicht seid ihr ja ganz anderer Meinung und es regt ja durchaus dann sinnvolle Diskussionen an. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und happy flying, mit was auch immer ihr fliegt, weil Drohnen sind einfach...